Hallo Schabenfreunde und willkommen zu einer neuen Folge Cockroach TV. Habt ihr denn auch schon mal Milben auf euren Rauchschaben gesehen? Was ihr dagegen tun könnt, was es mit den Tieren auf sich hat, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Nur allein bei dem Wort Milbe fangen schon viele Menschen an, sich zu kratzen. Denn ein Milbenbefall, sei es bei uns Mensch oder auch bei den Tieren, ist alles andere als schön, sei es denn Hund, Katze, Hamster, Schlange oder auch der Käfer. Anders aber bei den Fauchschaben. Denn die Androlelaps schäferi oder auch vorher als Gromphadorolelaps schäferi bekannt, lebt mit der Fauchschabe in Symbiose. Die Milbe lebt nur auf der Fauchschabe selbst und stirbt nach wenigen Tagen, wenn sie von ihrem Wirt getrennt wird. Die Milbe hilft der Fauchschabe so weit, dass sie zum Beispiel Futterreste, die zum Beispiel schimmeln könnten, von der Fauchschabe runterfressen. Fauchschaben sind ja, oder Schaben allgemein, sind ja doch recht reinliche Tiere. Doch an manchen Körperstellen kommt auch so eine Fauchschabe nicht ran, vor allem zwischen den Beinen oder in der Halsregion. Früher wurde geglaubt, dass die Milbe sich von der Körperflüssigkeit der Schabe ernährt. Jahre später wurden Experimente an den Milben durchgeführt und haben bewiesen, dass dies nicht der Fall ist, sondern dass sie wirklich nur ausschließlich die Nahrung von der Schabe mit essen. Und jetzt schauen wir auch nochmal uns das an einem lebenden Beispiel an, und zwar am Rüdiger. Rüdiger hat ja auch ein paar Milben mit dran, und zwar, wie ihr hier sehen könnt, an seiner Halspartie sind jedoch einige Milben zu sehen, und die stören ihn halt eben auch in keinster Weise. Wie gesagt, im Gegenteil, die halten den guten Rüdiger sauber. Und wenn ihr mal einen von diesen Milben an eurer Hand habt, nicht in Panik geraten. Denn ganz einfach, bis es knackt. Und das war's. Das war's gewesen mit der heutigen Folge Cockroach TV. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Liked fleißig das Video, kommentiert und diskutiert auch in die Kommentare. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis bald und ciao, ciao.